Okay, hallo und herzlich willkommen zurück nach einer langen Pause zu Final Fantasy X HD. Wir sind hier in einer Stadt, dessen Name ich nicht mal mehr weiß, traurigerweise, so lange ist das her. Aber ich glaube, ich weiß noch ungefähr, was wir machen mussten. Wir mussten auf so einen Elefanten-Wal-ähnlichen Vieh reiten. Gehen wir jetzt einfach mal in irgendeine Richtung. Da ist das elefantenartige Vieh. Elefantenwahlartige Vieh. Ride the Shoopuff? Ja, Meister Yoda. Ich glaube, wir hatten letztes Mal soweit alles erledigt. Deswegen können wir auch getrost weiter auf dem Schnu weiterfahren, fliegen, schwimmen, was auch immer. Okay, so ein fettes Vieh wird wohl kaum fliegen können. Na, wobei. Okay, als nächstes geht's von Illuminum zum Illuminum Nordufer. Und wir schwimmen damit. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! Sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Fail. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. Schon fail, dass die Stadt wegen ihrem eigenen Gewicht runtergefallen ist. Hmm? Ja, ich muss das nochmal aus dem Gameholiker plausibel erklären. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? Komischerweise, obwohl jetzt so knapp fünf Wochen mankind bestimmt schon zwischen meinem letzten Mal spielen dazwischen liegen, bin ich irgendwie trotzdem wieder voll drin. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. Mein Gott, hat die Möpse. The people feared that Spira would be destroyed. Nicht Yuna. But the war did not stop. What happened then? Sin came. And it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was Sin. Obwohl die Möpse ständig draußen sind, zur Hälfte sind die trotzdem weiß, statt ihrem restlichen Körper angepasst. Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. Because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry. The und weg ist sie. Ja, nebenbei bemerkt, Kimari, der, wie hieß er nochmal? Ja, die anderen drei, die jetzt nicht unter Wasser sind, können nicht unter Wasser kämpfen. Okay, wie sieht die Strategie gegen den aus? Ich verstehe dich eh nicht. Machen wir erstmal Hast. Ist nie verkehrt.
treffen wir mit ihm. Noch machen wir seine Ekstase. Vielleicht haben wir ja Glück und wir machen Blitz. Gelb, gelb, gelb. Okay, es ist schon mal weiß. Dann gibt's gelb. Und dann nochmal gelb. Das ist nicht sonderlich gut ausgegangen. Wie meistens bei. Aber es hat immerhin 800 Schaden gemacht. Weicht aus, bitte weicht aus. Auch gut, es macht nur 200 Schaden. Moment. Hat Tidus vielleicht irgendwas, sowas wie Blitzhieb oder so? Nein, Retardhieb und Sidehieb. Nein, 600. Probieren wir es hier mit. Okay, dagegen ist er schon mal immun. Das heißt, wir brauchen nicht damit rechnen, dass der Magie einsetzt. Dafür greift er mit Minen an. Das freut mich auch unheimlich. Gucken, was der Zeithieb auslöst. Wahrscheinlich, dass er verzögert angreift, der andere oder so. Okay. Ja, Tidus Ekstase ist voll, also machen wir Schwert-Tech. Salthieb musste man da. Achso, man musste immer im richtigen Moment drücken, ne? Genau. Perfekt. Ja, okay, da stand super, aber, ne? Reicht schon. Wow, wir haben ihn besiegt. Zur Not hätten wir die Power Rangers und deren Megazord gerufen. Way. Zwei Level up. Woo! Zwei Level up! Der Gamer Holic hat jetzt mehr Elan von mir verlangt. Komischerweise sind die gerade aus dem Wasser raus, ne? Haare sitzen perfekt. Klamotten sitzen perfekt. Keiner von denen ist nass. So, jetzt seid ihr dran. I'm sorry, we're all okay now. Yuna. Super full speed ahead. Damn the Outbed! What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh wait! Apropos Spiel. Heute, an dem Tag, wo ich das aufnehme, wahrscheinlich ein Tag, zwei Tage nachdem ihr das sehen werdet. Nein, ein paar Tage bevor ihr das sehen werdet, spielt Brasilien gegen Chile im Achtelfinale. Das ist das erste Spiel des Achtelfinales des FIFA World Cup 2014. Hey, Walker. Ja, momentan steht es, glaube ich, nicht allzu toll für Brasilien. Es steht 1:1. Also ein Tor Chile, ein Tor Brasilien. Aber man muss dazu sagen, das eine Tor war ein Eigentor von Chile. Also mehr oder weniger. Es wurde zwar als Tor für David Luiz gezählt, aber ja. Trotzdem irgendwie war es trotzdem eigentlich ein Eigentor, weil der andere Spieler hat es noch vorher berührt. Aber darum müssen wir uns keinen Kopf drum machen. Eigentlich traurig, dass ich während eines Fußballspiels von Brasilien zocke. Aber noch geht das. Okay, im Moment steht es noch 1:1, wie ich gerade sehe. So, gespeichert ist dann soweit auch schon mal. Aber Zeit haben wir noch knapp nochmal so viel, wie wir bisher verbraucht haben. Fragen wir einfach mal Yuna, was abgeht.
Okay, fragen wir einfach mal Waka, was abgeht. Might be more out bed. Keep watch, ja? Yeah? Fragen wir einfach die andere Frau. Rolle. Okay, keiner weiß, was los ist. Kimari Vale is gone. Der weiß es auch nicht. Die Olle mit der Wespentaille weiß es auch nicht. Also gehen wir einfach mal in den nächsten Bereich. Will ich Schuhe von Adidas kaufen? Nein, möchte ich nicht. Ja, das war jetzt Werbung von meinem Handy. Sorry. Oh, Waka, at your service. Ah, Moment. Ich muss mal kurz was nachgucken. Okay, hier ist irgendwo ein Albed-Lexikon zu finden und wie ihr wisst, das ist mir relativ wichtig, dass wir davon zumindest alle finden. Okay, da ist wirklich nur Müll. Ich glaube, von Potion habe ich mehr als genug, ne? 39 Stück sollte erstmal reichen, die nächsten 15 Minuten. Da oben ist das. So. M gleich L. Ich glaube, das hatten wir uns selbst schon zusammengereimt. Sonst noch irgendwas Wichtiges hier zu finden. Für mich ist ja im Prinzip nur wichtig das Albed-Lexikon oder die Albed-Lexikas, weil ich schon die Sprache der Albed verstehen möchte. Ob man das wohl so wie Klingonisch als anerkannte Fremdsprache sprechen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, Klingonisch ist die einzig wahre, anerkannte Fantasy-Sprache, also die man auch wirklich als Fremdsprache irgendwo angeben kann. Vielleicht nicht unbedingt sollte, weil Bewerbungsgespräch, können Sie Fremdsprachen? Ja, welche denn? Klingonisch. Supi! Was mit einer der verbreitetsten Sprachen, die es gibt. Zählt Elbisch als eigene Sprache? Okay. Ja, der Gameholiker sagt gerade, es gibt auch noch Elbisch. Das zählt anscheinend auch noch als eigene Sprache, aber ich glaube, Klingonisch ist trotzdem noch ein bisschen verbreiteter. Ja, wer es lernen möchte, es gibt, glaube ich, diverse Bücher von Langenscheid oder so. Ich meine, die haben Frau, Mann, Mann, Frau oder so rausgebracht, wo das alles nochmal für Männer erklärt wird, was das bedeutet, wenn Frauen etwas sagen, sowas wie Fü-nü-nü-nü-nü-nü, bedeutet so viel wie, ich warte, bis Plastikbecher kaputt gehen und hole dann die Tupperware aus dem Keller hoch. Für Leute, die das Programm von Mario Barth gesehen haben, das erste, die werden wissen, was gemeint ist. Ansonsten wisst ihr das wahrscheinlich nicht. Ist aber auch kein Problem. Heiß. Das Gesicht geht gar nicht, finde ich. Okay. Die werden wissen, was Fünününününü heißt und so. Aber, ja, da gibt es auf jeden Fall ein Buch für Langenscheid. Von Langenscheid dafür, sogar zwei. Und ich schätze mal, für Klingonisch wird es da bestimmt auch noch irgendwas Passendes geben. You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Aha. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us. Ja, es gibt definitiv Wörterbücher für Klingonisch. Ich habe es gerade auf Amazon nachgeguckt. 68 Ergebnisse dafür. Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu. I told you about her, remember?
She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. Heute Abend spielt She's in Albed. Kolumbien gegen Uruguay. Traurigerweise wird Suarez nicht mehr dabei sein. Wow, so you like all your Aber life. Immerhin wird dann ein Kolumbianer ohne Bisswunden nach Hause heaven. Gehen. So, Riku. Ich meine, okay, die Strafe, die Suarez jetzt bekommen hat, ist schon verständlich. Ich meine, der wurde jetzt aus der WM ausgeschlossen und 4 Monate Sperre bei Bayern Leverkusen. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Gut, ich sag mal, hätte jetzt auch komplette Sperre geben können, für immer Fußballverbot, weil ich sag mal, ich glaube, der hat jetzt mindestens 4 Mal zugebissen insgesamt in seiner Laufbahn als Fußballer. Das ist dann schon etwas krass, ne? Show me your face. Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway. Can I? Ich glaube, die ist so mit einer der nutzlosesten Charaktere, die es in diesem Spiel gibt. Dafür könnten aber die drei Weiber in diesem Team als Lesben durchgehen und deswegen darf sie gerne drin bleiben. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Ja, so ist das. So, jetzt speichern wir noch einmal, weil ich glaube, die Zeit wird knapp. Zu spät, zu spät. Komme viel zu spät. Ja, ihr wisst, das Kaninchen und so. Ja, ist auf jeden Fall Zeit, langsam mal den Part zu beenden. Und uns einem neuen Part zu widmen, der auch direkt im Anschluss aufgenommen wird. Das heißt, mindestens 2 Parts haben wir fürs Erste. Und wie steht's mit der Zeit? So wie das aussieht, 18 Minuten. Gucken wir noch ein bisschen in der Einstellung, vielleicht, falscher Knopf, vielleicht, ja, zumindest 2 Sphärobrett-Punkte oder wie das heißt, können wir verteilen. Joa. Aber also wirklich was zu tun gibt's hier, glaube ich, nicht. Stase muss auch alles, ne? Typ Kampfgeist. Stimmt alles, glaube ich. Tito ist Kampfgeist auch. Das Käse. Da kann ja noch keine andere ran. Meisterruf auch mit Askese. Fares Ischion. Ifrit. Sie hat Bastion. Way. Ausrüstung, vielleicht irgendwas für Riku. Blauer Armschutz. Klauen haben wir jetzt nicht. Einen anderen Schutz haben wir auch nicht. Status muss. Ja, doch, ich will mal eben bei Riku gucken, wie es mit dem Status aussieht. Aha. Auch relativ unterentwickelt, das Kind. Also ja, mittlerweile können wir sogar den Abilities beibringen und so. Genau, hier ging das ja. Hier kann man die Gruppe ändern. So, jetzt gucken wir mal aufs Sphärobrett bei Riku. Ist da irgendwas mal freigeschalten worden? Natürlich nicht. Doch hier an der Seite ein bisschen.
okay, wir sehen, sie hat eindeutig einiges an HP aufzuholen. Zumindest wird sie einige HP spätestens bald besitzen. Und ja, anscheinend ist sie sehr auf Ausgeglichenheit bzw. HP gepusht. Und ein bisschen was auf Abilities halt, ne? Aber in erster Linie geht es bei der halt nur ums Clown. Und deswegen ist sie sehr uninteressant für mich. Weil ich denke mal nicht, dass wir so oft Clown werden müssen. So ging das, genau. So, Kimari ist auch. Hat keine Punkte, hat einen Punkt. Hier befinden wir uns im Moment. Ist ja lame. Da befindet er sich gerade. Will ich hier weitergehen? Oder wollte ich hier rüber? Ne, hier bräuchte ich Level 3 Pass, von daher. Wir könnten uns sogar bis hierhin zurückbewegen. Aber warum zum Teufel? Aber dann könnten wir halt das eine HP-Ding hier kommen noch. Oder wir steigern Verteidigung, Magie, also früher oder später. Aber ich sag mal, das machen wir ja sowieso. Von daher können wir auch ruhig bis hier vorne zurückgehen einmal. Genau. Hier den Pass nutzen. Ich meine, wir haben ja mittlerweile genug. Ach so, da müsste ich noch einen aufbauen. Okay, das ist jetzt etwas unerwartet gekommen, aber ist auch kein Problem. Machen wir dann halt nächstes Mal, wenn er wieder Punkte bekommt. Und jetzt sind wir auch schon wieder fast über die Zeit gegangen. Deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.